Ein Handyvideo aus dem Bahnhofsviertel in Frankfurt hat Deutschland geschockt. Ein Mann wird von einer Gruppe umzingelt, mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. Er knallt mit dem Kopf auf das Pflaster, bleibt bewusstlos liegen und wird ausgeraubt. Jetzt kam es laut Bildinformationen zu einer ersten Festnahme. Nach rund zweiwöchigen Ermittlungen klickten am Dienstagabend gegen 22 Uhr bei einem Bulgaren die Handschellen. Es handelt sich offenbar um den Mann, der das Opfer so brutal gegen den Kopf geschlagen haben soll. Er wurde bereits einem Haftrichter vorgeführt und sitzt jetzt in U-Haft. Der Vorwurf lautet Raub.